So, herzlich willkommen zurück. Wir porten uns, wie versprochen, zu dem jungen Mann namens Paladin Dance. Wo war das? Hier, ne? Ja, da will ich hin. Ich hoffe, der steht noch vor der Tür und ist nicht alleine reingegangen, hat aufgeräumt. Ich will ja auch ein bisschen ballern. Oh, da steht er ja noch. Das ist doch nett. Der hat schön auf uns gewartet. Wir haben eine neue Waffe. Hat die echt 27er Magazin? Was ist denn das für ein Scheiß? So. Paladin, pass auf. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Verstanden. Missionszusammenfassung bitte nochmal. Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Okay. Paladin Dance? Sei still. Hier wimmelt es nur so vor Feinden. Ist ja gut, ist ja gut. Geh du vor. Genau. So, kurz abspeichern und dann geht's rein. Okay. Sonst keiner da, außer Paladin Dance. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Macht doch nix. Yucca Cherry gibt's jetzt. Das ist ja auch lustig. Ach, hier liegt einfach mal eine Pistole rum, die keiner mehr braucht. Okay. So, ist er jetzt einfach vorgelaufen? Sprich mit Paladin Dance. Es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Oh. Ist das Werk der stählernen Bruderschaft? Ja, bestimmt nicht. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Angst habe ich ja ganz gewiss nicht. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die Bruderschaft interessieren können. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Es ist schön, dass er wenigstens ein bisschen auf mich wartet. Verbandsschere. Mhm. Ja, die Plünderer waren anscheinend wirklich nicht auf Geld aus, ne? Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Was für eine Tür? Ich bin ein Weg, die Tür zu öffnen. Das hier, oder was? Ich schaue mich auch erstmal ein bisschen um. Laboranalytiker-Terminal. Ich
Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und/oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcChat Systems weiterhin sicher bleibt. Okay. Automatische Passwortänderung. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet 9YB3N. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. 9YB3N. Okay. Gut. Das ist wohl schon der Weg, um die Tür zu öffnen, ne? Was macht der hier? Ich will noch nicht mit dem reden, ich will mich erst ein bisschen umgucken. Paladin Dance. Los, weiter. Wir reden später. Ja, ich will doch die Tür öffnen. Also, muss ich das hier machen? Und wo gebe ich das jetzt ein, das Passwort? Stelle ich mich wohl wieder ein bisschen blöd an hier. Ach, hier einfach. Ach, da brauche ich das ArcChat-Labor-Passwort. 9YB3N. Verbindung zu Prototyp nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an den Techniker. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Türen werden geöffnet. Gut. Gute Arbeit. Oh. Hörst du das? Hallo. Da drüben, Zugriff. Die halten ja richtig was aus, die Synths. Hält das jetzt eigentlich alles, muss ich gerade mal gucken, einfach als Gewehr? Lasergewehr, ja. Das ist ja cool. Was war das? Schock? Schockschlagstock. Geil. 14 Schaden macht der. 14 Schaden, 15 Energieschaden. 14 normalen, 15 Energieschaden, oder was? Cool. Wie sieht der denn aus? Geil. Wir nehmen aber erstmal natürlich das hier. War das ein Fusionskern? Na, Fusionszellen. Ist da jemand anwesend? Bewegung entdeckt. Seltsam. Ja, das macht er schon. Flaschen mit Frostschutzmittel. Geil. Ich will aber jetzt erst nochmal da hinten gucken. Ist ja toll, Paladin, dass du so abgehst hier, aber ich will erstmal da hinten gucken. Was hier alles gibt hier. Mit Zielfernrohr wieder irgendwas. Coole Sache.
Ui. Tesla-Bogen. Jetzt ran, naja, die sind zerstört. Oh, hier, Labor-Terminal. Ah. Mann, ich muss so viel skillen. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Oh, was kann ich hier herstellen? Droge. Buff-Chats. Was sind denn Buff-Chats? Ah, da kann ich die kombinieren. Buff-Out und Chats. Das ist ja fett. Und Buff-Tats. Buff-Tats und Mentats. Coole Sache. Ach, und mit diesen Blumen und Stimpack kann ich Psycho machen. Und ich mach das jetzt noch nicht. Ich wollte das bloß mal. Das ist ja lustig. Granate. Molotov-Cocktails. Stimpack. Ui. Das machen wir natürlich. Ja, klar. Stimpacks immer toll. Eine Pax-Spritze. Beruhigt das Ziel für 3 Sekunden. Was hier alles gibt. Meist ist wahrscheinlich komplett unnötig. Kühlflüssigkeit. Da brauche ich Knochen. Okay. Sehr geil. Dass man hier immer wieder alles lernt. Eine Laborstation ist das. Okay. Das kann ich machen. Großer Werkzeugkasten. Ach nee, jetzt wird so ein Ding abgebrochen. Superkleber. Sonst noch nichts Interessantes drin anscheinend. So, hier ist der Paladin weitergegangen, ne? Ich will erst nochmal da drüben gucken. Komme ich da überhaupt hoch? Hier unten geht's auch noch weiter, oder? Vakuumröhre, ich nehme alles mit. Na gut, Büroventilator vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ja, ich sollte vielleicht eher dem Paladin nachgehen. Herstellen nicht, aber vielleicht kann ich ja was. Ne, ich hab nix. Ich hab nix zum Zerstören. Gedacht, ich kann jetzt hier ein bisschen was zerstören. Vielleicht hier. Ja, genau. Was kann denn die Institutpistole? Muss ich ja gerade mal gucken. So, erstmal gucken, was meine normale 10mm kann. Achso. Waffen. Institutpistole macht 15 Schaden und braucht Zellen. Aha. Zellen. Und was braucht mein Lasergewehr? Auch Zellen. So, was macht denn die Institutpistole? Oh. Alter. Was ist das denn? Da behalte ich mal eine. Aber eine reicht. Das heißt, den Rest kann ich verwerten. Automatische Institutpistole. Wir behalten mal beide. Institutsgewehr mit Zielfernrohr. 17 Schaden, Feuerrate 66. Und meine... Ups. Ja, aber den Schlagstock hier kann ich zernichten. Kurz gucken. Das heißt... Wo war das denn jetzt? Institutsgewehr. 17. Macht das. 17 Schaden. Und mein Lasergewehr.
26. Ja, ich bleib beim Lasergewehr. Ich behalte die trotzdem mal. Aufgepasst. Kurz dem Hund ein bisschen was geben. Ja, Institutspistole. Kriegt er. Ups, nein. Okay, der merkt sich das dann, okay. Und das Institutsgewehr und die automatische Institutspistole. Nein, ich will noch weiterhin mit dem reden. Aufgepasst. Ich will ihm jetzt schon mal den Schrott geben, dann muss ich das nachher nicht machen. So. Ich wollte den Laser wieder haben. Hier so. Die verdammten Synths haben sich hier überall festgesetzt. Ach, da ist er. Da bin ich einfach durch die Tür gegangen, weil ich es kann. Zahnpasta liegt auf dem Schreibtisch rum. Mikroskop hier von mir aus. Kleberolle. Hier war ich ja schon, hier bin ich ja durchgekommen, ne? Bleib wachsam, da vorne sind Geschütztürme. Wo? Genau das liebe ich an diesem Job. Bin getroffen! Bedrohung ausgeschaltet. Töte sie alle! Mission erfüllt. Gut, ich will aber hier nochmal reingucken. Du bist mir zu schnell. So kommt man hier vorbei. Ups. Hm? Ach nee, oder? Ich bin aus Versehen auf Laden gekommen. Na gut, jetzt renne ich nochmal schnell hier durch. Tut mir echt schrecklich leid. Aus Versehen auf Laden gekommen. Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. War ja jetzt noch nicht so lange. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ist das das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Ich werde die Augen offen. Ja, das brechen wir jetzt mal ab. Gehen wir weiter. Das muss jetzt nicht sein. Müssen wir nicht nochmal sehen. Ich will es auch nicht nochmal sehen. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert, aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft... Da waren wir vorhin nicht dran, oder? Nee. Gut, dann machen wir es jetzt auch nicht. Wir wollen es ja so spielen wie vorhin. Den Knopf, kann ich den drücken? Nein. Spüllappen. Ein Pömpel und ein Mob-Emaille-Eimer. Ich nehme ja alles mit. Scheint eine Sackgasse zu sein. Es ist keine Sackgasse. Ich weiß, kenn's schon. Ich kenne doch schon diesen. Ja. Was hier muss ich machen? Und automatisches Passwortänderung. Und schon haben wir das neue Passwort. Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt zum Looten.
Hier in dem Schreibtisch noch? Nein. Gut, dann öffnen wir die Tür und dann ballern wir die weg. Gute Arbeit. So, alle tot. Gut. Hund, geh weg. Hallo. Eindringlinge entdeckt. Ja, ich schnapp das alles. Ich weiß ja, was es hier alles gibt. Kann ich vielleicht dem Paladin noch ein bisschen besser helfen? Ich glaube, wir sind nicht allein. Achtung, Sie haben sich getroffen. Okay, das war's, oder was? Haben wir die jetzt alle oben umgebracht, oder was? Verdammten Sünds haben sie überall festgesetzt. Ich hab, was will ich sagen? Ich hab schnell laden, direkt neben schnell speichern. Kurz gucken, wie sieht mein Inventar aus? Ja, ich muss schon hier ein bisschen was machen. Das muss ich schon noch machen. Animation zum Aufhören hier. Dauert schon recht lange, muss ich sagen. Fusionszelle hinzugefügt, Stahl hinzugefügt, okay. Kann ich da nicht dran. Hier auch nicht. Laborstation mache ich nichts. Das hier wollte ich noch knacken. Ist das jetzt das gleiche? Das war eben ein bisschen so, ne? Noch ein Stück weiter. Okay. Cool. So, gut. Knacken wir unten. Ne, jetzt gehen wir erst hoch. Räumen hier auf. Die Institutspistole lasse ich jetzt mal echt weg. Meine Laserpistole benutzt dieselbe Muni. Der Schlagstock ist auch schlechter als mein Hackebeil. Also, warum nehmen? Und hier hatte ich nichts, richtig? Ja. So. Dann Hund. Hey. Okay, der bleibt dann einfach stehen. Und jetzt geben wir dem mal eine Leuchtpistole. Na, die soll ich doch behalten, ne? Die ist auch nicht so schwer, die kann man schon behalten.
Kleidung bringt nichts, dann kriegt er einfach den gesamten Schrott. So, zack. Und schon haben wir wieder Platz im Inventar. Die wollte ich noch aufmachen. Einfach für die XP. Ah, schon wieder eine abgebrochen. Gut. Geschafft. Genau, geschafft. Was hier? Have ears. Ich habe Ohren. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Folge geht's weiter. Bis dann. Tschüss.